Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Live-Commentary auf dem Ascendance DLC. Und ich hatte es ja schon angekündigt beim letzten DLC. Ich werde auch wieder Live-Commentary zum neuen DLC machen und meine Meinung dazu kundtun. Und wie geht das am besten, indem ich ein paar Live-Runden spiele. Und heute habe ich mal die HBAA3 Average Joe-Variante dabei. Mit den Attachments Quick Draw, Stock, Foregrip für die Leute, die es nicht sehen. Also Vordergriff, Schaft und Schnellziehgriff. Dann habe ich noch ein paar Perks dabei, um genau zu sein, 5 Stück. Low Profile, Blind Eye, Peripherals, Toughness, Scavenger. Und als Abschlussserie die Drohne mit Speed, Threat Detection und Support. Ja, dann sehen wir uns gleich im Gameplay. Nehmt euch zurück, genießt es und bis gleich. Ach, wir verlieren schon wieder C, ist klar. Guck dir das mal an, was da hinten schon wieder abgeht. Der sitzt da schon wieder. Ach, er sitzt da. Ja, er liegt in der Ecke. Ist klar, läuft bei dir, Junge. Sind auch nur so eine Drogen im. Oh! Drogen im Opfer. Komm, komm, komm. Oh. Nein, komm. 2 Schuss noch. Zack, den habe ich noch. So, Freunde der Sonne, wo seid ihr denn schon wieder? Die spawnen jetzt hinten wieder bei A. Okay, dann gehen wir mal dahin. Die Map ist echt nice, muss ich echt sagen. Also, sie macht mir echt gut Laune. So. Ich bin hier gerade ein bisschen planlos in der Gegend. Wir müssten doch eigentlich hier sein. Da sind sie. Ja, und dann kriege ich wieder nichts, weil hier wieder die ganze Zeit der scheiß Bombardierung alles wegraspelt. So, Double Kill. B holen wir uns das auch noch schnell. Oh komm, das kriegen wir noch hin. Dröhnchen, Bettlicht. Oh, Freunde der Sonne. Aber die Map ist richtig geil. Wenn man oben ist, hat man echt gute Chancen, hier was zu reißen. Aber sobald man, opa, sobald man unten ist und die Orientierung verliert, hat man eigentlich verloren. Komm. Okay. Zum Beispiel so wie ich gerade. Ah, okay, da ist noch einer. Zack, hallo. Oh, die HBR Insanity, die nehmen wir doch gerne. Und dann schon wieder so ein Krüppel, der so einen Laseranvisierer drauf macht. Alter, wirklich, erhängt euch doch alle, die sowas machen. Bitte, Leute. Also wenn ein Abonnent mit mir spielt und einer von euch hat das drauf, wirklich, den erhänge ich. Enemy Bombing Run. Oh mein Gott, Alter. Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Den Move? Oh mein Gott, das ist Timelag hoch 20. Den Move. Der Move, der war gerade einfach zu krass. Der war einfach. Okay, den kriegen wir nicht. Schade. Assist. Das ist mal eine Drohne, oder? Den Kran. Okay, wir sind bei A, bei C wieder, glaube ich. Ja. Alter, diese Insanity, ne? Die sollte nur verboten werden. So gut wie die ist. Okay, wo ist er denn? Er ist unten. Man, das einzige. Krasser Scheiß, Alter. Krasser Scheiß, was geht hier ab? Oh, oh Gott, Alter. Wirklich, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, wo er was vibriert. Komm schnell noch hier rauf. Oh. Oh mein Gott, Freunde, das läuft gerade viel zu. Ja, klar. Dann kriegen wir schon wieder ein System weg. Was ist hier los? Bombing Run. Ja, nee, ist klar. Bitte, Alter. Wer macht hier schon wieder einen Bombing Run, Alter? Wirklich? Oh mein Gott, Freunde. So,
Und den einen, der hier markiert ist, den holen wir uns. Gutes Ding. Alter. Er holt mich. Er holt mich auf 18-0. Das kann doch nicht sein, Freunde. Habt ihr das gesehen? Ey, das ist doch Timelag hoch 20. Das ist doch wirklich... Ich schieße mit der Insanity mit Rotvisier auf den Tür und er holt mich trotzdem. Was er für eine Leitung hat, Alter. Wirklich, er soll diese Steroid-Hamster da mal wegnehmen, ey. Wirklich. Ich spiele wirklich noch mit ISDN-Anschluss gefühlt, wenn ich gegen so eine Leute spiele. Ach komm, ey. Ach komm, stirb doch einfach. Halt doch einfach mal um. Tja, und dann kommt er von hinten. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich, Mann. Das kann doch echt nicht wahr sein. Freunde, ey. Gut, wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Yo, wir sind wieder zurück. Und ich denke mal, ich wollte mal ein bisschen über die Map labern, weil das war gerade ein bisschen zu krass. Okay, da ist einer unten. Komm mal her, Rillerkopf. Ich muss mich jetzt echt beeilen, damit ich hier irgendwas noch reiße. Da geht was, Leute. Da geht was, da rieche ich doch. Hi. Ja, den haben wir aber schön gefistet, den Typen. Gut, wir sind ja alle wieder da unten bei C. Okay. Komm, der gammelt doch hier in der Ecke. Komm. Ach, ein Warbird auch noch. Was bei der Map richtig geil ist, die spawnen immer wirklich in den Ecken. Man kann das relativ gut kontrollieren, wenn man weiß wie, also welche Spawns man hat. Dann kann man es wirklich gut kontrollieren. Oder man macht so einen Hack-Mack wie ich gerade und lässt sich schon wieder behindert dazu verleiten, dass da man schön reinspringt in alle Gegner. Aber das juckt ja nicht, den Paul, das juckt ihn einfach nicht, der macht es einfach aus Spaß und Tollerei. Hier waren doch welche. Ja, okay. Er ist wieder mal irgendwo, aber nicht in diesem Spiel hier. Dann geh doch einfach und mach was anderes, wirklich. Wenn du nur in der Ecke rumstehst, dann bitte geh mir nicht auf den Sack und mach was anderes. Wir verlieren schon wieder B, Alter. Das ist doch zum Mösemerken, oder? Ja, ja, klar. Oh mein Gott, Alter. Das ist doch nicht mehr feierlich. Wieso kommt hier diese Scheiß... Ey, geht weg mit dieser scheiß Balken, Alter. Geht einfach damit weg. Geht irgendwem anderen auf den Sack, aber mir nicht. Und ich habe diese scheiß Perk auch noch drauf, ne? Dass man mich eigentlich nicht sehen dürfte. Aber juckt den ja nicht. Der schießt trotzdem in meine Richtung. So, komm. Ach so, er fällt einfach nicht um. Er hat die Todesleitung. Komm, die kommen doch hier irgendeine. Perfekt. Oh mein Gott. Assault Run. Insanity. Ah, der hat auch eine richtig geile Insanity. Jetzt weiß ich aber nicht, welche ist. Freunde, ihr merkt meine gleich, dass ich ein bisschen verwirrt bin auf einmal. Das Geilste ist auch wirklich, dass auch noch mein Scuff so dermaßen kaputt ist, dass er nur noch rumspackt. Ich muss also die ganze Zeit hier spielen und... Oh. Und ohne Scuff, ihr merkt schon, ich bin raus aus dem Ding. Aber der SNS-EDC ist bisher wirklich ganz witzig. Er ist auf jeden Fall besser als der Havok, das bei Weitem. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, meiner Meinung nach. Komm, den schießen wir in den Tod. Boah, Alter, diese Waffe. Habt ihr das gerade gesehen, wie ultra schnell die killt? Die ist einfach so brutal. Die ist einfach so brutal. Freunde, ey. Wirklich nicht mehr feierlich. Ja, okay. Aim mit einem kleinen C. Ja, jetzt mal eine Drohne an. Oh mein Gott. Freunde, ey. Low Ammo. Okay, wir müssen unbedingt hier schnell mal Ammo holen. Sonst geht hier gar nichts mehr. What the fuck. Komm. Eine Minute haben wir noch.
Ach schade, da waren wir nochmal auf Streak, Leute. Richtig bitterer Fail, würde ich mal sagen. Ich guck mal gleich den Endscore an. Alter Vater. Okay, 44-4. Okay, das kann man mal so stehen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich echt über eine Bewertung freuen. Wie findet ihr denn den Ascendance DLC? Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig für mich, meiner Meinung nach. Jetzt fange ich hier schon an, wieder Scheiße zu labern. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Was geht ab, Leute? Der Mann ist euch back am Start. Dieses Video geht um den Langzeitvertrag. Dieses Jahr haben wir stark ganz dafür, dass Xbox Flugplatten exklusiv recht haben.